und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wie man schon an den Gebäuden einigermaßen erkennen kann, wir befinden uns immer noch in Trübmoor. Und wir sollten mit der Famia, heißt sie, sprechen. Sie hat noch eine Aufgabe für uns. Und sie steht hier in der Ecke. Ihr seid hier! Hervorragend! Willkommen im Hauptquartier von Cyrodiilische Sammlungen. Wir haben etwas Geschäftliches zu besprechen, richtig? Ich hoffe, unsere Erfahrungen in der Xanmeer haben euren Abenteuersinn nicht völlig ausgelöscht. Ihr hattet einen weiteren Auftrag für mich erwähnt. Ja, dazu kommen wir noch. Aber zuerst der Lohn für eure geleisteten Dienste. Ihr habt mir geholfen, den Khajiin-Jat-Kristall zu bergen und überdies noch einen argonischen Schatz. Ohne euch wären wir gewiss alle tot. Bitte nehmt dieses Entgelt zusammen mit meinem Lob. Wir haben eine stämmige Waffenkiste bekommen. Die enthält in der Regel eine Waffe, die es nur in Trübmoor gibt, und einen Fertigkeitspunkt. Dann seid ihr also bereit, mein Angebot zu besprechen? Das hoffe ich zumindest stark. Ich weiß ehrlich nicht, was ich machen soll, wenn ihr mir einen Korb gebt. Es ist eine sehr ernste Angelegenheit, wisst ihr? Nicht, dass ich euch unnötig unter Druck setzen möchte oder so. Aber ja, es ist ernst. Was soll ich tun? Es geht um meine verschwundenen Gefährten, Eshraf und Dinia. Die Taschen eben dieser Erkunder haben wir in der Marsch gefunden. Erinnert ihr euch? Ich erzählte euch, dass ich sie entsandt hatte, um Wackersteine zu finden. Aber sie suchten noch nach etwas anderem. Nach dem Residuum von Argon. Das Residuum von Argon? Was ist das? Eine Legende. Manche meinen, es wäre ein gewaltiger Edelstein. Andere halten es für ein magisches Ei. Auf jeden Fall hat Eshrafs und Dinias Verschwinden mit ihrer Suche zu tun. Xukas hat sich bereit erklärt, dem nachzugehen, und er scheint auch etwas gefunden zu haben. Könntet ihr mit ihm sprechen? In Ordnung. Ich werde mich mit Xukas treffen und nachhorchen, was er weiß. Wo kann ich ihn finden? In Xukas Nachricht stand, dass er beim Theba-Eno-Platz in Alten Merlil warten wird. Theba-Eno ist ein hiesiger Sport. Ich habe keine Ahnung, wie man ihn betreibt. Man spielt mit einem Ball. So viel weiß ich. Ich plappere vor mich hin, verzeiht. Das mache ich immer, wenn ich nervös bin. Bitte seid vorsichtig. Meint ihr wirklich, dass Xukas helfen kann, eure vermissten Freunde zu finden? Oh, gewiss. Xukas unterhält freundliche Beziehungen zu nahezu jedem. Sogar zu den Naga. Einige der Investoren aus Lilmut sehen ihn als eine Art kleinen Schwindler. Doch das hängt in erster Linie mit ihrer Unwissenheit in Bezug auf die argonische Kultur zusammen. Ja, und das mit den Nagern haben wir, glaube ich, in der letzten Folge schon gehört. Dieser Gesichtsausdruck. Wer sind die Naga? Die Naga sind eine Rasse von Argoniern. Ich schätze, Rasse kommt dem am nächsten. Klingt ein wenig beleidigend, nicht wahr? Ach je, sagen wir eben einfach, sie sind eine andere Art von Argoniern. Der Todwasserstamm ist eine Naga-Gruppe, aber stammeslose Naga ziehen durch ganz Trübmoor. Dieser Todwasserstamm, ist der uns feindlich gesinnt? Feindlich gesinnt? Nun, ich meine, sie sind auf jeden Fall angriffslustig, aber feindlich gesinnt hat alle möglichen Konnotationen, die ich lieber vermeiden möchte. Was zählt ist, dass sie auf jede Form des Eindringens auf ihr Gebiet mit Gewalt antworten. Beispielsweise haben sie auch mich vor etwa einem Jahr verschleppt. Was ist geschehen? Nun, eine meiner Expeditionen machte einen kleinen Umweg durch das Todwasserrevier. Sie nahmen uns sofort als Geiseln. Ich versuchte ihnen, meine tief empfundene Liebe und Bewunderung für die argonische Kultur zu verdeutlichen. Wie haben sie reagiert? Sie haben mir an drei Stellen den Arm gebrochen, mich an ein Floß gebunden und Kopf voran die Hukep-Fälle hinuntergeschickt. Zum Glück bin ich eine gute Schwimmerin. Ich stelle sie in einem sehr schlechten Licht dar. Ernsthaft, wenn man über ihre beiläufige Grausamkeit hinwegsehen kann, sind sie wirklich ganz nett. Ich verstehe. Erzählt mir mehr über dieses Residuum von Argon. Ganz ehrlich, ich bin... Seid ihr sicher, dass ihr von mir in diese Sache hineingezogen werden wollt? Eshraf und Dinia kannten gerade mal den Namen dieses Gegenstands und nun wurden sie wahrscheinlich entführt. Hallo, sie hat mich doch angesprochen.
Ich kann auf mich aufpassen. Verratet mir etwas darüber. Wohlan denn. Wie ich schon sagte, niemand weiß wirklich genau, was das Residuum ist. Aber es ist einfach... Es ist einfach überall. Die Baumhirten munkeln davon, wenn sie glauben, dass sie niemand hören kann. Es ist in Gedichten und Liedern versteckt. Es ist immer da, ganz nah an der Oberfläche. Wenn es überall ist, wie kann es da ein Geheimnis sein? Wie gesagt, die Leute halten es für eine Legende und deshalb achten sie auch nicht weiter darauf. Doch sobald ernsthafte Gelehrte wie wir damit beginnen, unsere Fragen zu stellen und unsere ersten leisen Entdeckungen zu machen, dann kommen diese ganzen Opportunisten aus ihren Löchern gekrochen, um auch ein paar Krümel abzubekommen. Falls es existiert, habt ihr denn irgendeine Ahnung, was es ist? Die ganzen Sagen legen nahe, dass das Residuum in einer engen Verbindung zum Hiss steht. Aber der Rest ist ziemlich undurchsichtig. Lieder über das Residuum enden fast immer mit einem Helden, der es aus den Wurzeln eines Baumes pflückt und ein neues goldenes Zeitalter eindeutet. Andere machen was? Nun, manche der Lieder enden damit, dass eine unwürdige Schlange das Residuum verschlingt und sich in einen abscheulichen Riesen verwandelt, der 100 Jahre lang das Land verwüstet. Also seid mir lieber auf der Hut vor Schlangen. Ja, was soll ich sagen? Wir sind hier in Trübmoor, ne? Verlorene Geschichten des berühmten Forschers, Fragment 1. Könnt ihr gerne durchlesen, wenn ihr möchtet. Wie immer zwischendurch einmal kurz pausieren. So, sprecht mit Xutas. Ach genau, da war doch noch was. Jetzt habe ich schon wieder so viel gehört und schon wieder so viel zugehört und gesprochen und erfahren. Wo ist denn der jetzt hier? Ach, der ist gar nicht hier unten. Dann kann ich bei mir den Weg rausreiten und nach links. Ja, dann würde ich sagen, dann mache ich das mal eben schnell und dann sehen wir Obwohl uns gleich am Ziel wieder. So, irgendwo hier vorne sollte der sein. Ist der hier unten? Hier unten? Das sind zwei? Nee. Ah, da oben. Kommt! Warum steht ihr da nur so herum? Los geht's! Was? Ach, du warst das. Ah, möge die Sonne euch segnen, Beko. Ihr seid gekommen, um über die verschwundenen Erkunder von Freundin Famia zu sprechen, ja? Ja. Was habt ihr entdeckt? Nur den Hauch einer Verschwörung. Doch fürs Erste ist diese Witterung genug. Die Drachenstern-Karawanen-Kompanie, ein Schwarm unehrlicher Schläger und Händler, leitet Wissen an jemanden außerhalb von Lilmurd weiter. Vor allem Notizen über die Geschäfte von syrodilische Sammlungen, glaube ich. Konntet ihr etwas von dieser Korrespondenz in die Finger kriegen? Noch nicht, aber das wird sich bald ändern. Der Ork Lotsvuk, der meine Eigeschwister beim Thebar Eno-Spielen beobachtet, er dient der Drachenstern-Karawanen-Kompanie. Ein Kurier, wie ich denke. Er führt einen Brief voller Geheimnisse seiner Händlersippschaft mit sich. Den werde ich mit eurer Hilfe an mich bringen. Wie kann ich helfen? Ich muss euch gar nicht erst überzeugen? Das ist gut, wenn auch ein bisschen verstörend. Lotsvuk zeigt ein lautes und aufdringliches Interesse an unserem Spiel namens Thebar Eno. Bittet ihn darum, die Regeln zu erklären. Während er knurrt und schwadroniert, hole ich mir den Brief aus seiner Tasche. Ganz einfach, denke ich. Okay, solange ich nicht stehlen muss, ist alles gut. Alles klar, ich gehe Lotsvuk nach dem Ziel fragen. Nach dem Spiel fragen. Spielt ihr jetzt oder was? Ach, der ist das, der Schreihals. Hallöchen, Lotsvuk. Thebar Eno. Wohl eher Thebar Eno. Boah, dieses Spiel ist doch ein Witz. Keine Hauerstöße, keine Augenquetsche, nur viel Herumgerolle und Schwanzhiebe. Was? Ich habe noch nie von Thebar Eno gehört. Wie spielt man das? Ich habe keine verhauerte Ahnung und diese Echsen da haben auch keine. Als ich hierher kam, lagen sie einfach alle nur da. Dann ist die eine Hälfte
urplötzlich aufgestanden und hat angefangen, mit ihren Schwänzen auf den Boden zu peitschen. Dabei haben sie wie irre gequakt und Bälle durch die Gegend getreten. Wie viele Bälle? Ich weiß es nicht. Ein halbes Dutzend vielleicht. Sie haben sie von diesem Felsen abprallen lassen, aber dann fing die andere Mannschaft zu heulen an und trommelte sich auf die Brust wie die Affen. Sie stürmten den Hügel hinauf, bildeten einen Kreis um den Felsen und machten einen Kopfstand. Was hat die andere Mannschaft gemacht? Die hat zu singen begonnen. Dann rief einer von ihnen, Eno! Und alle ließen sich fallen, als wären sie tot. So lagen sie dann für 15 Minuten da. Und danach war das Spiel vorbei, glaube ich. So ein verhauerter Unfug. Wenn das ein Sport ist, bin ich das Kehrblech eines Herdweibs. Danke für die Erklärung. Auch wenn ich nichts verstanden habe. Sehr gut gemacht. Ihr müsst zur Hälfte eine Flussboa sein, Beko. Lotsvuk sah richtig hypnotisiert aus. Nein, ich lobe euch dazu sehr. Er hat das Hirn eines Knochenlachses. Aber meine Zunge schweift ab. Lasst mich das lesen. Oh, das ist... Ja, das dürfte die Katze am Schwanz zupfen. Diese agonischen Ausdrücke, die sind so geil. Ähnlich wie bei den Khajiits. Was steht da? Das sind nicht nur Notizen über Geschäftsvorgänge. Das ist eine Beschreibung von Freundin Famia. Wo sie hingeht, mit wem sie spricht, was sie isst und so weiter. Ich hatte keine Ahnung, dass sie so viele Schnecken verspeist. Entschuldigung, aber ich finde die Sprüche einfach geil. Die Drachensternkarawanenkompanie spioniert also Famia hinterher? Famia und auch ihren Erkundern, glaube ich. Wir können uns da aber nicht sicher sein. Der einfältige Lotsvuk hatte nur diesen einen Brief dabei. Ich kenne einen Ort, an dem sich zusätzliches Wissen finden lässt, aber ihr werdet ihn allein aufsuchen müssen. Was ist das für ein Ort? Das Drachensterndepot in Lilmut. Ich habe ihnen das Land verpachtet. Sie haben sich sehr gefreut, bis alles versunken ist. Jetzt warten sie da drin herum wie zornige Matschmulle. Niemand ist dort willkommen, am allerwenigsten ich. Wenn ihr euch in das Depot schleicht, könntet ihr noch weitere Hinweise finden. In Ordnung, ich werde das Depot nach weiteren Hinweisen durchsuchen. Ich sollte euch eines verraten. Die Drachensterntrockenhäute mögen ungeladene Gäste nicht allzu sehr. Falls sie euch sehen, werden sie wahrscheinlich schreien oder Glocken läuten oder albern im Kreis herumrennen. Also seid auf der Hut. Und bitte versucht, niemanden zu töten. Das macht immer nur Kopfschmerzen. Mann, ich hab doch schon die ganze Zeit Bauchschmerzen. Schon seit Beginn der Aufnahme. Jetzt habe ich noch mehr Bauchschmerzen, weil er immer solche Dinger bringt. Jetzt sehe ich vor meinem geistigen Auge, wie die Glocken läuten und im Kreis herumrennen. Warum helft ihr uns? Es ist, wie ich vorhin sagte. Ich will für Freundin Famias Sicherheit sorgen. Es hat nichts mit dem Residuum von Argon zu tun? Also wisst ihr auch vom Residuum. Manche Gerüchte sind wie Weidennattern, Beko. Gut verborgen und man lässt sie lieber in Ruhe. Das besprechen wir besser ein anderes Mal, glaube ich. Meinethalben, was soll das denn heißen? Also meinetwegen kenne ich aber. Warum könnt ihr euch nicht mit mir ins Depot schleichen? Ihr habt doch gerade diesen Ork bestohlen. Auf dem eisigen See, den wir Verhandlungen nennen, ist ein guter Ruf wie ein stabiles Floß. Ein schlechter Ruf ist wie ein Stein, der einem an den Schwanz gebunden wird. Saxleel ertrinken nicht, aber am Grund des Sees kann man kaum etwas sehen. Es tut mir leid, das ist keine besonders gute Metapher. Naja gut, aber man versteht es. Habt ihr Ratschläge zum Eindringen in das Depot? Ja, da das Depot versinkt, wird der Zaun zum Sumpf hin immer baufälliger. Es gibt einen Ort auf der Rückseite des Lagers, an dem man hinein, aber nicht heraus kann. Das könnte einfacher sein, als vorne rumzugehen, ja?
Hier, ich markiere euch die Stelle auf der Karte. Also ich prognostiziere jetzt schon mal, ich komme rein, kriege Kopfgeld und port mich dann erstmal nach zur Goldküste und dann wieder nach hier. Was ist genau zwischen euch und der Drachenstern-Karawanen-Kompanie vorgefallen? Es fing mit Domitia Nasica an. Sie ist die Aufseherin für sämtliche Angelegenheiten der Drachenstern-Karawanen-Kompanie hier in Trübmoor. Wir haben ein Geschäft gemacht, einen Landkauf. Ich habe im besten Wissen und Gewissen verhandelt, aber sie war faul und unachtsam, so dass ihr wichtige Einzelheiten entgingen. Also ist sie einen schlechten Handel eingegangen? Ja, sie und ihre Handelsverwandten kamen in der Trockenzeit. Sie sagte mir, dass sie ein Handelsdepot auf der Fenninsel südlich von Lilmoth errichten wollte. Ich stimmte der Verpachtung des Landes im Austausch für ein paar Verträge zu, die ihre Kompanie schon Jahre zuvor abgeschlossen hatte. Warum wolltet ihr alte Verträge? Ich tapeziere die Wände meines Hauses mit Beweisen für die verräterische Natur der Trockenhäute. Das war ein Witz. Dokumente haben Macht in der Ujel-Welt. Insbesondere alte Dokumente. Allein sind sie meist wertlos. Aber wenn man sie hat und zusätzlich noch Gewalt androht, können sie nützlich sein. Ujel? Was ist das? Ujel. Leute, die nicht die Wurzelzunge sprechen. Ein freundlicheres Wort wäre wohl Außenstehende. Nun, vielleicht nicht allzu freundlich in manchen Kreisen. Der Todwasserstamm benutzt das Wort wie ein Messer. Nun gut, kommen wir zum Handel mit Domitia zurück. Er lief also falsch? Für Domitia? Ja. Die Insel wurde überflutet, so wie es in jeder Nassknie-Zeit geschieht. Sie wurde wütend und nannte mich einen Schwindler. Jetzt werfen sie jedes Mal Steine nach mir, wenn ich in die Nähe des Depots komme. Zum Glück bin ich sehr schnell und sie sehr dumm. Andersherum wäre schlechter. Oh, es tut mir leid. Wo ist denn das? Achso, da muss ich jetzt wieder hinreiten. Ich bin, wie man vielleicht noch hören kann, immer noch nicht ganz oben auf gesundheitlich. Der König und der halbe Pakt sind in Joruns Wehr. Ja, das ist ganz toll. Und der Typ im Hintergrund, der da die ganze Zeit irgendwie versucht hat, einen Fisch zu fangen mit seinem Speer, der hat mich dann auch noch zusätzlich abgelenkt. Und dann hatte ich noch die Sprüche von davor im Kopf und sehe immer noch die Agonia im Kreis drehen und schreien. Deswegen, ja, also ich bin heute nicht mehr verwirrt als sonst. Es ist einfach nur, dass gerade alles auf einmal kommt. Ich sag mal, ich schneide mal eben den nächsten Teil hier raus und wir sehen uns gleich am Loch in der Wand wieder. Bis gleich. Eure Augen sind so reizend wie Schiff. Anscheinend hat cyrodiilische Sammlungen gerade etwas Lohnenswertes. Habt ihr gehört, dass es cyrodiilische Sammlungen geschafft hat, den goldenen Schädel von Belakar zu bekommen? So, hier wäre jetzt eigentlich der Eingang. Der ist aber so, wie ich das mitbekommen habe, schwer bewacht. Ich komme hier jetzt allerdings nicht so gut rum. Das heißt, ich muss jetzt komplett an der Mauer vorbei. Obwohl die Sachsknehe gerne in Stämmen um einen. Schauen wir mal. Es ist ja so, wie ich das verstanden habe, auch irgendwo hier, ne? Ach, direkt neben der Pflanze. Ja, geil. Genau, da muss ich eindringen. Das heißt, ich werde wohl mal den Basti besser wegmachen. Sonst meckert der mich wieder an. So, was wollte ich jetzt machen? Besorgt die Akte, drei Akten. Sammelt alle anderen Hinweise. Tötet niemanden im Depot. Okay. Der bleibt da stehen. Dann probieren wir es mal auf der anderen Seite. Ich werde jetzt sowas von kläglich versagen, das weiß ich jetzt schon. Weil irgendwie jedes Mal, wenn ich versucht habe, das tatsächlich ohne gesehen zu werden zu machen, hat das nicht funktioniert. Ja.
Die sind auch nicht rot, was mich ein bisschen verwirrt jetzt. Das Problem ist nur, ich krieg so oder so Kopfgeld, gehe ich mal stark von aus. Da oben lief... Ja, da oben läuft auch einer rum. Und genau da oben muss ich doch rein, oder? Dreht er sich jetzt um? Er hat jetzt so aufgehört mit der Arbeit. Komm, schaufel weiter. Genau. Was ist mit der da oben? Die stellt sich jetzt genau jetzt dahin, wenn ich da hochgehen muss. Ich habe auch gerade keinen Unsichtbartrank dabei. Unsichtbartrank, genau. Ich habe wieder ein tolles Deutsch drauf heute. Okay. So, Mädel geht weiter. Die wird allerdings das größte Problem werden hier oben. Das sind sogar zwei, oder was? Oh, wo willst du mich denn... Willst du mich denn veräppeln? Na gut, der Typ sieht mich jetzt auf jeden Fall. Oder der ist zu besoffen oder zu krank oder so. Das kann natürlich auch sein. Gut. Das ist da. Oh, hier läuft auch schon wieder einer rum. Da läuft auch schon wieder einer rum. Leute. So geht das nicht. Oh. Warum steht der jetzt hier mitten im Weg? Wieso geht der nicht woanders hin? Ich muss auf jeden Fall da geradeaus hin. Also es wäre schön, wenn du jetzt wieder irgendwie nach rechts gehen würdest. Guck mal, hinten ist ein toller Frosch. Vielleicht kannst du den fangen. Er geht auf jeden Fall weg. Hol dir den Frosch. Na? Feine Echse, fang dir den Frosch. So ist brav. Und nicht umdrehen. Natürlich dreht er sich um. Diese Arbeit. Die sieht mich aber, wenn ich hier stehe, nämlich an, ne? Jetzt geht die genau dahin. Willst du mich veräppeln? Ich versuch's ja immer wieder, ohne dass man da irgendwie... Oh, da steht... Boah, da steht einer. Wieso sagt mir das keiner? Ich muss das mal ein bisschen breiter hier stellen. So. Abgeschlossen. Moment. Sammelt alle anderen Hinweise. Besorgt die ab. Akte über jemand Neues. Wann, wie, wo soll ich da irgendetwas... Ach, ich dachte gerade, da oben ist einer. Irgendetwas sammeln. Hier in einem Haus oder wo? Höher. Scheint in einem Haus zu sein. Komme ich in das Haus rein? Hier vorne? Nicht. Ah, eine Seite. Eine Seite. Eieieiei. Ich bin ganz ruhig. Wenn ihr mich nicht hört... Hey, ihr da. Wer seid ihr? Was macht ihr da drin? Alter. Hallöchen, wer bist du denn? Enukal Zogu Hoto Grehe. Gesundheit. Okay. Ja gut, kein Thema. Machen wir es so. Aber ich muss die Akte auf jeden Fall noch besorgen. Oh. Läuft der Typ eigentlich die Runde oder kommt er zurück? Nee, das ist da hinten einer. Ich muss nach links. Ich muss dies hier zu Ende bringen. Oh. Du hast mich nicht gesehen. So, Moment. Ach, da müssen wir hin. Ich muss da oben rein, ne? Ja, ja, ja. Steht genau vor der Tür, steht einer und halt der Typ hier unten. Das ist sie, glaube ich, aber egal. Problematisch ist halt der Kerl da hinten. Wo läuft der denn da hin?
Oh, lauf, 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 lauf. Holla, die Waldfee. Okay, Was wir mitnehmen können, nehmen wir natürlich mit. Wir sind so gar nicht gierig. Aber wenn man jetzt schon mal die Chance hat, ne? So, Drachensterntruhe. Sprecht mit Xutas. Und wisst ihr was? Ich werde mich jetzt ganz schnell hier rausporten, damit mich wirklich keiner mehr erwischt. Dann habe ich nämlich kein Kopfgeld und bin mega froh darüber, dass es das erste Mal funktioniert hat. Und das auch noch vor laufender Kamera. Theoretisch kann man sich natürlich auch rausschleichen. Das geht vielleicht auch schneller, aber ich gehe lieber auf Nummer sicher. Bis gleich. Da sind wir wieder in Trübmoor. Den Basti habe ich auch wieder rausgeholt. Jetzt müssen wir noch mal gucken, wo der gute Xukas ist. So. Der war hier unten, oder? Oh, jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Einmal gedreht. Da ist er doch. Erfolg? Lasst euch von meinem Mangel an Tanzschritten und Jubelrufen nicht täuschen. Ich bin schwer beeindruckt. Ich dachte nicht, dass ihr die von uns benötigten Hinweise derart schnell beschaffen würdet. Wie ist es euch dort drin ergangen? Ich hatte Schweißperlen auf der Stirn, habe nicht an mich geglaubt und war am Ende total happy, dass es doch geklappt hat. Ich habe die Hinweise gesammelt, ohne jemanden zu töten. Das ist gut. Wenn man ein Leben nimmt, schließt das mehr Türen, als es öffnet. Eine wertvolle Lektion, der sich die Ojel von Lilmoth und meine Naga-Vettern größtenteils verschließen. Aber ich lasse schon wieder meine Zunge wandern. Wir sollten über Famias verlorene Freunde sprechen. Was habt ihr herausgefunden? Ich habe Spionageberichte gefunden. Viele von ihnen richteten sich an eine Gruppe, die Schwarzgarde hieß. Die Schwarzgarde? Kaork, das ist ein grausamer Haufen. Überwiegend stammeslose Naga und Trockenhaut-Ojels. Die Drachenstern-Karawanen-Kompanie versorgt die Schwarzgarde also mit Spionageberichten. Und dann greift sich die Schwarzgarde die Erkunder, wenn sie sich außerhalb der Stadtmauern begeben. Ich habe auch diese ungewöhnliche Waffe gefunden. Irgendeine Ahnung, wem sie gehört? Sie ist von der Machart der Todwasser. Doch ein Todwasser-Naga würde seine Waffe niemals freiwillig zurücklassen. Vielleicht haben die Schwarzgardisten versucht, auch Todwasserkrieger zu verschleppen? Ich kann mir da nicht sicher sein. Ich habe nichts dergleichen gehört. Aber der Stamm der Todwasser räumt nie eine Schwäche ein. Wenn die Schwarzgarde auch den Stamm der Todwasser drangsaliert, sind diese vielleicht zur Zusammenarbeit bereit. Meine Schuppe des Zweifels erbebt, aber es gibt nur einen Weg, um das herauszufinden. Ich werde meiner Todwasserfreundin Jaxig Orn eine Nachricht zukommen lassen. Ihr solltet zu Famia zurückkehren. Erzählt ihr, was wir herausgefunden haben, und legt ihr nahe, nicht nach draußen zu gehen. So wird sie sicherer sein, schätze ich. Ich habe eine Argunierin jemanden ermorden sehen, als ich in dem Depot war. Wisst ihr, wer sie ist? Ein Mord im Herzen von Lilmoth? Ja, das dürfte dann wohl Jaxig Orn gewesen sein. Eine Kahl- oder Kriegstruppführerin vom Stamm der Todwasser. Vielleicht war sie auf der Suche nach der Waffe, die ihr geborgen habt. Jaxig und ich sind gute Freunde. Sie würde das allerdings nie zugeben. Ihr seid gut mit einer Todwassernaga befreundet? Ja, warum sollte ich das auch nicht sein? Die Dinge hier sind nicht so simpel, Beko. Naga-Krieger töten und entführen und stehlen, ja. Aber wir sind alle Kinder der Wurzel. Wenn der Hist es so will, wird Jaxig womöglich sogar irgendwann mich töten. Aber sie wäre immer noch meine Freundin. K-
Kind der Wurzel, das wäre auch ein schöner Char-Name. Jetzt habe ich meine neue Elfin allerdings anders genannt. Dann sollten wir also trotzdem auf der Hut sein, obwohl sie eure Freundin ist? Oh ja, auf jeden Fall. Wie ich schon sagte, beim Stamm der Todwasser gibt es keine Gewissheiten. Es ist so wie der Umgang mit einem eurer streunenden Bellhunde, schätze ich. Wenn man ihn richtig am Kinn kratzt, hört er einem zu. Kratzt man ihn falsch am Kinn, reißt er einem die Kehle heraus. Da hier die Folge aber viel zu lange geworden ist, werden wir den Rest erst in der nächsten Folge sehen. Bis dann! Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.